Hallo, dies ist mein Guide und eine Bewertung des Zoologischen Garten Leipzig aus Sicht eines Hobbyfotografen. In diesem Video werde ich zunächst einen virtuellen Rundgang des Zoos machen und dann die Punkte Artenvielfalt, Größe der Gehege, Einsehbarkeit der Gehege und Begehbarkeit der Anlage, anstrengend ja oder nein, durchgehen. Im Hintergrund lasse ich dann eine Bilderstrecke meiner Besuche dort durchlaufen. Im Folgenden wurden die Bilder als RAW-Dateien mit einer Canon EOS 700D und einem Tamron 70-300mm Objektiv fotografiert. Daher sind die Bilder nachbearbeitet. Der Zoo Leipzig ist ein Rundgang. Deshalb kann man einfach den Wegen folgen und wird nichts verpassen. Eine Essensgelegenheit bietet sich direkt am Anfang. Im Palmengarten kann man Pizza, Chicken Nuggets oder Eis essen und auf die Toilette gehen. Auf der gegenüberliegenden Seite folgt das Gehege der Kaiserschnurrbart-Tamarine. Von dort aus geht man dem Rundgang entlang zum Koala-Haus. Die Beuteltiere sind allerdings schwer zu entdecken. Danach kommt das Reptilienhaus und die Lippenbärschlucht. Nach einer Brücke sind mehrere Vogelkäfige zu sehen, in denen auch Papageien leben. In der Nähe ist zudem das Becken der Seebären zu sehen, die um 11 Uhr gefüttert werden. Als nächstes kommt eine der Besonderheiten des Zoos. Bevor ich etwas zu den Gehegen des Gondwanalands sage, weise ich darauf hin, dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Gondwanaland hoch sind und ein Besuch daher für Menschen mit schwachem Kreislauf nicht empfohlen ist. Das Gondwanaland beginnt mit einem langen dunklen Tunnel, in dem sich unter anderem Aquarien befinden. Danach folgt der eigentliche Rundgang. Zwischen hohen Palmen und anderen tropischen Pflanzen kann man immer wieder frei fliegende Vögel sehen. Als erstes findet man die Insel der Totenkopfäffchen. Wenn man dem Rundgang weiter folgt, kann man zudem die Amazonasgrotte mit Ozelots und Piranhas besichtigen. Danach geht es über eine Brücke, von der aus man das Gehege der Riesenotter einsehen kann. Weiter geht es zu zwei Affenarten und dem Zwergflusspferd. Einen besonderen Ausblick hat man vom Baumwipfelpfad aus, den man direkt vom Rundgang aus erreichen kann. Danach kommt das Gehege der Fischkatze und der erste Blick auf zum Gehege des Schabrackentapirs. Daraufhin kann man auch das Gehege des Sundagavials zum ersten Mal sehen. Neben dem zweiten Einblick ins Gehege des Gavials kann man nun auch den Komodowaran mit etwas Glück sehen. Von dort aus führt der Rundgang erneut zum Schabrackentapir und dann zum Ausgang des Gondwanalands. Nach dem Gondwanaland läuft man zunächst am Gehege der kleinen Pandas vorbei. Daneben befindet sich zudem der Schneeleopard und die Himalaya-Vogelvoliere. Nach einer Treppe kommt das nächste Highlight des Zoo Leipzig: die Elefantenfreianlage und der Elefantentempel Ganesha Mandir. Die Elefantenanlage ist groß und nahezu vollständig einsehbar. In ihr leben sowohl Elefantenkühe als auch Bullen. Ganz besonders ist das Elefantenbaden. Zu vorher einsehbaren Zeiten, aber auch dazwischen, baden die Elefanten in einem Becken und können beim Schwimmen beobachtet werden. Durch einen Tunnel ist das Becken zudem von unten sichtbar. Nach der Außenanlage kann man zudem die Innenanlage der Tiere besuchen. Nach den Elefanten kommt die Tiger-Tiger, in der die bedrohten Amur-Tiger leben, sowie das Gehege der Amur-Leoparden. Dieses Gehege ist stark bewachsen und somit schlecht einsehbar, genaues Gucken kann sich aber lohnen. Als nächstes kommt das Pongoland. Das Pongoland ist eine sehr große und weitläufige Menschenaffenanlage, in der man sowohl die Außen- als auch Innengehege besichtigen kann.
Zunächst läuft man am Schimpansen- und Gorilla-Gehege vorbei. Wenn Sie hier keine Affen sehen, sollten Sie weiterhin gut gucken, da die Affen häufig eher im hinteren Bereich der Gehege sind. Innerhalb des Gebäudes kann man alle 4 Gehege ansehen und einiges über die Affen erfahren. Nachdem man das Affenhaus verlassen hat, kommen die Orang-Utans. Die Orang-Utans sind meistens einfach zu sehen und halten sich in der Nähe des Besucherwegs auf. Besonders für das Pongoland sind lange Brennweiten sinnvoll. Nach der großen Anlage kommt man zunächst zu einem Restaurant und einem Souvenirshop. Danach folgt das Okapi-Gehege und weitere Einsichtmöglichkeiten in die Menschenaffenanlagen. Das nächste Kontinent ist Afrika an der Reihe. Nach dem Giraffenhaus kommt ein großes Gehege, in dem Säbelantilopen, Strauße, Giraffen und weitere Tiere leben. Das Gehege ist an mehreren Stellen sichtbar, unter anderem auch vom Restaurant Kiwara Lodge mit afrikanischem Essen. Nach der Kiwara Lodge kommt das Löwengehege. In diesem Gehege leben 4 afrikanische Löwen, ein Männchen und 3 Weibchen. Neben der Aussicht von vorne ist auch ein Gang in die Löwenhöhle möglich. Als nächstes kommt der Hyänenfels und die Erdmännchenanlage. Nach einem Weg über mehrere Brücken nach oben erreicht man die Nashornanlage. Von hier und auch an späteren Stellen ist das Nashorngehege zu sehen. Daraufhin kommt man zum Berberaffengehege und den Stachelschweinen und erreicht schließlich das Gepardengehege. Der Gepard ist allerdings nicht leicht zu finden. Der letzte Themenbereich ist Südamerika. Das erste Gehege gehört den Lamas. Als nächstes kommen Meerschweinchen und die Pantanal und Pampa. Nach einem Weg nach oben kommen zunächst Mähnenwölfe und dann Ameisenbären. Nach einem weiteren Vogelgehege ist der Rundgang zu Ende. Der Ausgang ist im Souvenirshop. Für den Besuch im Tiergarten sollten 6 Stunden eingeplant werden. Nachdem Sie jetzt einige Informationen zum Zoo Leipzig von mir erhalten haben, folgt nun meine Bewertung des Zoos. Während der Bewertung lasse ich die noch nicht gezeigten Bilder im Hintergrund durchlaufen und zeige am Ende noch einmal meine zusammengefasste Bewertung. Zunächst zur Artenvielfalt. Die Artenvielfalt im Zoo ist groß. Es werden viele bedrohte Tiere aus verschiedenen Kontinenten im Zoo gehalten. Besonders zu nennen sind die Elefanten, Löwen und Tiger. Der Zoo Leipzig erhält hier 5 Sterne. Nun zur Größe der Gehege. Generell sind die Gehege im Zoo Leipzig groß und naturnah gebaut. Besonders positiv ist die Elefantenanlage und das Pongoland. Daher auch hier 5 Sterne. Die Einsehbarkeit der Gehege ist nicht so gut. Zwar sind viele Gehege gut einsehbar und haben mehrere Einsichtstellen, allerdings sind diese häufig auch stark bewachsen. Daher erhält der Tiergarten hier 4 Sterne. Die Bewertung der Begehbarkeit des Zoos spalte ich den eigentlichen Zoo und das Gondwanaland auf. Zunächst zum eigentlichen Zoo. Die Anlage ist in einem einfachen Rundweg gut begehbar. Es gibt wenige Fälle bzw. wenige Rampen. Negativ ist aber, dass nicht alle Wege befestigt sind und dass teilweise Treppen gestiegen werden müssen. Daher hier 4 Sterne. Das Gondwanaland hingegen ist schwer zu begehen. Der klare Rundweg geht häufig auf und ab und sorgt zusammen mit teils schwachem Licht für einen schwierigen Weg. Zudem sind sowohl die Temperaturen als auch die Luftfeuchtigkeit hoch und machen das Laufen zusätzlich anstrengend. Das Gondwanaland erhält hier 2 Sterne. Insgesamt erhält der Zoo Leipzig 4 von 5 Punkten. Die Anlage ist einen Besuch wert, allerdings macht das Gondwanaland den Besuch anstrengend. Zusätzlich war das Corona-Management bei meinem Besuch nicht gut, weil man vor allen Tierhäusern auch dem für den Rundgang notwendigen Pongoland anstehen musste.